insbesondere an diesem Objekt ist, dass man eben augenscheinlich ein eher simples Objekt vor sich hat, was man aber bei näherer Betrachtung öffnen kann. Man kann die Wände aufklappen, es bewegt sich und hinter diesen scheinbaren glatten, einfachen Oberflächen verbirgt sich dann eben eine ganze Welt, ein voll eingerichtetes Kinderzimmer mit sogar Akteuren, kleinen Figuren. Die schönsten Geschichten sind natürlich die, wo man etwas findet, was man schon lange gesucht hat. Und es gibt ein Objekt, das ich sehr lange gesucht habe, das mir gerüchteweise zu Ohren kam aus Dokumenten. Wir hätten ein sehr seltenes Ankündigungsblatt für 5 Vorträge von Johannes Itten. Und der war ja ein Mitglied dieser mastersnahen Religion und hat hier 5 Vorträge mit sehr merkwürdigen Titeln gehalten, die mich sehr amüsiert haben. Es gab zum Beispiel die Lösung des Sexualproblems durch Aristokratie und Kommunismus. Das wollte ich dann doch genauer wissen und gern mal in den Händen halten. Und es ergab sich dann tatsächlich, dass irgendwann dieses Blatt auftauchte. Man hat einen tiefen Einblick in die Bestände. Und dann gibt es aber immer den Moment, wo man etwas Spannendes sucht und dann auch tatsächlich findet und es immer gewusst hat, dass es da sein muss.